Am Wochenende, oh, da war noch was anderes sehr, sehr Besonderes. Und zwar, es war der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Jawohl. Und da ist so viel passiert. Meine Damen und Herren, oh, ich brauche die Zeit. Schalke und Bremen steigen direkt auf. HSV spielt die Relegation gegen Hertha BSC Berlin. Stuttgart hat sich in letzter Minute gerettet und Bayern ist seit 10 Jahren Meister. Ehrlich gesagt, ich möchte mich leicht übergeben. Es ist also eine Menge passiert und Darmstadt-Spieler Marcel Schuhen. Oh, Schuhen. Ich drück dich die Däume. Genau, Marcel Schuhen fasst den kompletten Spieltag in allen Ligen emotional gebündelt perfekt zusammen. Puh, das ist eine Mischung aus Trauer, Ärger, Stolz, Freude, schon wieder Euphorie, alles. Genauso habe ich mich auch beim ESC-Gucken gefühlt. Bis auf Stolz, Freude und Euphorie. Ja? In seiner Aufzählung fehlt eigentlich nur noch Schmerz, Heiterkeit, Durst und natürlich Brot. Ja, so sieht's aus. Sie müssen sehr freundlich. Kommen wir zu einer weiteren traurigen Nachricht. Rudi Völler hört auf. Tante Käthe hört tatsächlich auf und hängt damit seinen Schnörres an den Nagel. Für einen ganz großen klappen wir das Panini-Album endgültig zu. Okay. War's das? Ja, das war's. Alte Weggefährten verabschieden sich emotional. Bei mir juckt's jetzt überall. Und schreien noch einmal sein Lied. Ein Rudi Völler, ein Rudi Völler. Was für eine Karriere. Diese Bilder beweisen allerdings... Er war nicht immer ein Star, er war auch einmal obdachlos. Gerade anfangs hatte er es nicht leicht. Och, den muss er machen. Oder schämt er sich richtig? Fast so wie ein kleines Mädchen, das in der Kirche einen ziehen ließ. Aber mit seiner einnehmenden Art. Du sitzt hier, ich bin locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken. Fand er nicht nur viele Nachahmer. Was erlaube, Struß? Skandal! Sondern auch viele Freunde auf dem Platz. Alte Erinnerungen kamen hoch. Aber auch außerhalb des Platzes konnte er Akzente setzen. Sie wissen schon. Wer hat die schönste Madde auf der Platte hier? Seine Frisuren haben eine ganze Generation geprägt. Jetzt ist also alles vorbei. Nicht nur die Haare wollen nicht mehr, auch sonst hat der Leistungssport seinen Tribut gefordert. Lieber Rudi, wir wünschen dir alles Gute. Entspann erstmal. Alles andere, ja, wie und was, das... Bei jedem ist, glaube ich, anders gewesen oder ist es anders. Oder wo man sich irgendwie was passiert oder sonst was. Also, bis dann und viel Spaß mit den Enkeln.